Was geht, Leute? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Leon Schnippelbude. Heute gibt es mal wieder ein Tutorial, wie ich mir selber die Haare schneide. Wir schneiden uns heute hier einen Mullet. Ich weiß, die Haare sind hinten noch ziemlich kurz, aber wir fangen ja jetzt erst an. Bedeutet, es war das erste Mal, dass ich mir den Mullet schneide. Wir nehmen hier den Detailer und ziehen die erste Linie. Ihr seht, einfach so einen kleinen Bogen ums Ohr. Und dann nehmen wir den Rasierer hier von Kemay, Link dazu in der Beschreibung. Machen da den Hebel nach unten und ziehen einfach die Linie etwas weiter nach oben. Ihr könnt so als Richtwert vielleicht so 1 cm nehmen. Ihr seht hier, beim Mullet nehme ich jetzt eben die Ecke, um da hinten das gut hinzubekommen, weil die Haare ja da nach unten wachsen. Ist ein bisschen tricky am Anfang, aber man kommt rein. So, jetzt stelle ich den Hebel auf die Hälfte und verblende die erste Linie, die dort entstanden ist. Wenn wir das soweit haben, nehmen wir den 3 mm Aufsatz und stellen hier den Hebel auch nach unten und fahren wieder ca. 1 cm weiter nach oben. Ihr seht, ich mache das wieder mit der sogenannten C-Bewegung, damit wir hier keine unnötigen Kanten reinschneiden. Auch hier wieder nehme ich hinten die Ecke vom Rasierer und versuche hier die Haare etwas zu kürzen. Jetzt stelle ich den Hebel nach oben und fahre dann nochmal über die Kante drüber, damit wir Stück für Stück einen Übergang erzeugen. Ihr seht, da müsst ihr schon mehrmals drüber gehen. Gerade hinten ist es noch nicht so einfach. Auch wenn eure Haare jetzt so kurz wie bei mir sind, müsst ihr da ein bisschen Geduld mitbringen, aber es funktioniert. Jetzt in 4,5 mm Aufsatz. Hier den Hebel wieder nach unten und wir fahren jetzt zum Decker hoch. Auch wieder in der sogenannten C-Bewegung. Und wenn wir da einmal rum sind, nehmen wir jetzt wieder den 3 mm Aufsatz. Ich stelle den Hebel hier auf die Hälfte ein und verblende nun die Linie, die entstanden ist, wo ich den 4,5 mm Aufsatz verwendet hatte. Da auch schön darauf achten, dass ihr nicht zu weit nach oben fahrt, damit da auch ein schöner Übergang entstehen kann. Ihr seht, ich spiele ab und zu mit dem Hebel, bedeutet, ich stelle ihn auch manchmal etwas weiter hoch oder weiter runter. Weiter runter bedeutet, er schneidet etwas länger, weiter hoch, dass sie etwas kürzer schneidet. Jetzt mit dem Trimmer einmal noch außen rum, da auch vorsichtig sein, dass keine Kanten entstehen. Und dann haben wir die erste Seite schon geschafft. Jetzt gehen wir auf die linke Seite rüber. Da eigentlich selbes Prinzip. Also wenn ihr wollt, könnt ihr bis zum Ende spulen und euch das Endergebnis anschauen. Oder ihr sagt euch, okay, wir wollen mal noch sehen, wie wir die linke Seite schneiden. Hier ist meine schwächere Seite, würde ich sagen. Da ich Rechtshänder bin, muss ich hier meinen Arm etwas mehr überstrecken. Aber mir fällt es trotzdem leichter, das Ganze mit der rechten Hand zu schneiden als mit der linken. Klar, ab und zu schneide ich dann auch mit der linken Hand. Ihr werdet es sehen später mal. Ab und zu verwende ich eben auch die linke Hand. Jetzt wieder mit der Kemay-Maschine, Hebel nach unten. Selbes Spiel, wie wir schon auf der rechten Seite gemacht haben. Auch wieder darauf achten, dass ihr hinten dann eben mit der Kante schneidet. Da kriegt ihr einfach mehr Haare weg. Jetzt auch wieder dasselbe Spiel, wir stellen den Hebel auf die Hälfte ein und verblenden die Linie, die dort entstanden ist. Jetzt wieder den 3 mm Aufsatz drauf, Hebel wieder nach unten und wir fahren wieder ein Stückchen weiter nach oben. Ihr seht es,
Der Schnitt ist auch genauso einfach wie alle anderen Schnitte. Man muss sich natürlich hinten ein bisschen mehr Zeit lassen, gerade bei mir, weil die Haare noch ziemlich kurz sind. Aber wie gesagt, man muss halt immer etwas Geduld mitbringen, wenn man sich die Haare selber schneiden möchte. Und zu guter Letzt nehmen wir dann wieder den 4,5 mm Aufsatz und fahren wieder hoch bis zum Decker, auch wieder mit der C-Bewegung. Dann nehmen wir danach den 3 mm Aufsatz, verblenden das Ganze und dann haben wir es schon bald geschafft. Die ganzen Maschinen, die ich hier in diesem Video verwende, sind natürlich alle auch in meinem Shop erhältlich. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, weil ihr müsst nicht immer 160 Euro ausgeben für eine Maschine. Nein, es reichen auch 60 Euro, sobald ihr halt einen Hebel habt, kann man damit schon einiges erreichen. Ich selber schneide jetzt meine Haare mit den Maschinen aus meinem Shop circa ein halbes Jahr und ich muss sagen, ich habe bis jetzt keinen Unterschied gemerkt zwischen billig und teuer. Nun nehmen wir hier wieder den Trimmer und machen wieder die Seiten schön auf Null. Auch wieder darauf achten, keine unnötigen Kanten reinschneiden. So, und da sind wir schon am Ende. Wir haben jetzt hier das Vorher-Nachher. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.